ganz unten begeben. Das habe ich gesucht. Oh, bitte. Oh, das war knapp. So, F12 und F9. F9 ist nämlich irgendwas mit, Waffen, Weapon, irgendwas. So, hallo, und da bin ich wieder zu einer neuen Folge LCPD FR 1.0D. Wir sind hier gerade wieder am Rennen, also nicht schon im Dienst, so wie normalerweise. Wir haben sehen da einen schönen Mercedes. Als Polizeiwagen. Ah, ich habe noch gar nicht Alt-P gedrückt. So, nochmal P drücken, damit es wieder scharf wird. Da ist noch ein Mercedes. Und wir starten nochmal von hier, denn ich möchte einmal was Tolles zeigen, was ich entdeckt habe. Und das ist kein Bug. Also, das ist so gewollt von LCPD. Das ist kein Bug. Und, Kollege, geh raus. Ich möchte hier rein. Und ich laufe erstmal gegen das Fall. Okay, ist mir gerade egal, wie ich aussehe. Ich möchte halt nur kurz einmal. So. Also, und zwar das, was ich herausgefunden habe, obwohl, doch, habe ich eigentlich herausgefunden, ja. Ich habe es von keinem anderen, sagen wir mal so, ne, also, falls das schon irgendwie wer anders herausgefunden hat, ich habe es nicht von ihm, sondern ich habe es wirklich selber herausgefunden. Als erstes sage ich, oh Gott, Hilfe, hier ist unser schöne E-Klasse BMW. Jetzt drücke ich mal kurz einfach rechte Taste. Hier ist unser VW Passat B7 von der Bundespolizei. Ist der nächste Mod, den ich drin habe. Das ist ein recht toller Wagen, finde ich eigentlich, von German Mods. Gehe ich wieder einmal auf Weiter. Das hier ist der schöne FBI Buffalo von GTA 4. Drücke ich wieder auf Weiter und jetzt kommt hier. Das ist der Dodge Durango. Ich weiß nicht, wovon ich den habe. Ich habe den auf jeden Fall vom YouTuber, also vom anderen. Wir sind ja alles Kollegen hier, ne? Wir tauschen uns so untereinander vor allen Dingen untereinander aus. Nein, auf jeden Fall, ich habe einfach, weil ich finde den eigentlich recht geil, den nehme ich jetzt auch. Denn der Rest ist ja alles gleich, so wie normal in GTA. Und das Geile ist an dem hier, dass hier jedes funktioniert, weil wenn ich jetzt J drücke, sind hinten die Warning Lights an. Nochmal J sind die Secondary Lights an. Wenn ich nochmal J drücke, ist das normale links, das normale links, vor allen Dingen das normale Blaulicht an. Und ja, jetzt steige ich aber nochmal aus, denn was ich herausgefunden habe, wenn ich nochmal reingehe. Tut mir leid. Wieder da geflogen ist, Alter. Wow. Wie so ein Flugkopfball. jetzt lädt das nämlich einmal kurz. Der fliegt von der Decke, genau. Wir gehen hier rein. Und was sehe da? Ein anderer Typ. Der soll aber etwas anders aussehen als wir. Das wäre sehr nett, wenn er anders aussieht als wir. Geht anscheinend wohl nicht. So, jetzt haben wir jetzt zwei Kollegen. Jetzt gehen wir wieder raus mit unseren beiden Kollegen. Und gehen wir einmal weg. So. Und kommen dann wieder. Gehen wieder rein. Und es lädt wieder. Jetzt fallen die beiden wieder von der Decke, genau. Wir gehen wieder hier rein. Holen uns einmal den dritten Kollegen ab. So.
Jetzt haben wir zwei Kollegen mit Brille und einer ohne Brille. So, jetzt haben wir drei Kollegen. Jetzt gehen wir mal wieder raus. Warten kurz, es ist kein Bug. Nur dazu. Hauen ja mal kurz ab und der fliegt hin, das ist ganz normal. Nein. Gehen wieder rein und jetzt kommt's. Jetzt weiß ich, darum weiß ich, dass es kein Bug ist. Und zwar, weil wenn man jetzt dahin geht und das eigentlich mal fertig geladen hat, tut mir leid, steht da keiner mehr. Das heißt, es ist so gewollt, dass man drei Leute sich holen kann. Es ist so gewollt. Also das ist kein Bug, aber cool. Cool, cool. Jetzt habe ich drei Kollegen. Jetzt steigen wir wieder unseren schönen Dodge Durango ein. Da haben wir jetzt schon wieder gleich unseren ersten Einsatz. Reckless Driver vor allen Dingen. Ein Drunk Driver stand da, glaube ich, gerade. Auf jeden Fall aggressives Fahren. Hilfe. Und weil ich diese ganzen Mods noch drin habe, ist er da oben. Ach, ernsthaft jetzt. Hä, bin ich gerade dran vorbeigefahren oder ist er da runtergefallen? Ich glaube, ich bin gerade vorbeigefahren. Gut, und auf jeden Fall, hier, jetzt seht euch das an. Ich steig aus. Den halte ich kurz einmal an, dass der hier stehen bleibt. Okay, bei mir stand da, doch, jetzt, guck. Der bleibt da stehen, dass wenn er wegfährt, kann ich ihn auf den Reifen schießen. Die beiden stehen da. Guten Tag, sie sind einmal etwas, zu aggressiv gefahren. Einmal die Fahrerlizenzen. Aha. Das war die erste Sache, die ich zeigen wollte. Mit den drei Leuten hier. Aber die eigentlich noch viel geilere Sache, die kommt gleich. Also das ist jetzt keine Sache, die ich jetzt herausgefunden habe. Das ist einfach, ich hab's, muss ich nachlesen. Cautions, Wild, 3 Stop Time and No Active, alles klar. Aber sie sind leider betrunken, das heißt, sie müssen F10. So, Alt, Stopp. Stopp. So, FC, Mann. Herr. Alter, jetzt bleib doch mal stehen, Junge. Ich knall dich gleich um. Dankeschön, jetzt liegt er da wenigstens, jetzt habe ich kurz Zeit. F10. Hallo F10, jetzt funktioniert meine F10-Taste nicht. Der ist hier gerade abgestürzt oder was? Ne, doch nicht. So, und F9. Auf jeden Fall, ihr seht ja alle, die haben alle Licht an. Ne, ich habe kein Licht an, ich drücke H. Oder Alt H. String H. Ne, geht nicht, keine Ahnung. Warte, muss ich gleich mal gucken. Auf jeden Fall, wenn der endlich mal hier anhalten würde. Der Drunk Driver hier. Ach komm, ich nehme einfach fest. Bitte bleib doch einfach stehen, Junge. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Eigentlich möchte ich ihn jetzt abknallen, damit der Einsatz zu Ende ist. Weil ich habe noch was anderes zu tun. Also zu zeigen. Ach, jetzt friske ich ihn. Alles klar. Und was hat er so dabei? Alles klar, du hast eine Weapon dabei. Ich kann schlecht behind the suspect gehen. Gut, ich guck mal kurz mit meinem Handy. Ich mach kurz mein Handy hier auf Fluchmodus, damit das nicht vom Dings beeinträchtigt wird, vom Mikrofon.
Wow, wow, ey, wieso schießt du auf ihn? Ja, gut, das ist zu spät. Und tschüss. Kommt der für uns, oder? Was geht mit dir? Junge! Ist er tot? Alles klar. Da hinten kam eigentlich unser... Naja gut, hier kann ich euch das wenigstens zeigen, was ich zeigen wollte. Und zwar, ich weiß nicht, ob das funktioniert hier überhaupt, weil es hat bis jetzt nichts funktioniert, was ich getan habe. Hier steht, Alt links und F11 erzwingt den Einsatz. Ist zwar buggy, aber ich probiere es mal. Alt links und F11. Tut sich gar nichts. Alt links und F11. Nee. Alt links plus F11. Und F12. Geht auch nicht. Nee, keine Ahnung. Irgendwie funktioniert das nicht. Nee, geht nicht. Auf jeden Fall, ich hoffe, wir kriegen gleich mal eine Verfolgungsjagd, denn... Ach komm. Hier steht im Polizeiflugzeug... Ja, ist in Ordnung. Wenn man in einer Verfolgungsjagd ist, steht hier F10 zu erfordert eine Hubschrauber an. Flugzeug im Suchscheinwerfer verfolgt. Und F11 fordert eine Spezialkommando, F12 fordert einen weiteren Streifen, die sich an der Verfolgungsjagd beteiligen. F12, das heißt F12 muss ich mir merken und F10 muss ich mir merken. Muss ich kurz einmal stoppen, weil hier steht, a drug deal ist dann, für... ihr wisst, was ich meine. Nein, wisst ihr nicht. Ach komm. Jogtiel sind mehrere mit Shots feiert wahrscheinlich, also mit Schießen. Genau, das wollte ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier gut ins Mikro reinspreche, aber auf jeden Fall. Alt links und V fordert einen Hubschrauber mit Beamten drin. Alt links und String links und M fordert einen Krankenwagen. String links und F fordert einen Feuerwagen. Das brauche ich alles nicht. Fordert ein Spezialkommando an mit New SWAT SEK Beamten. Alt links und N. Also das linke Alt und N. So, das linke Alt und N, genau. Probier das mit N, ne? Bitte lass hier überhaupt was sein. Es sind aber nur zwei Leute, alles klar, warte kurz, es sind nur zwei Leute. Dann brauche ich vielleicht kein SWAT-Team vielleicht, dann, das muss ich kurz alles noch lernen. Fordert eine Polizei mit zwei Verstärkungen an. Fordert einen Hubschrauber. Fordert einen Krankenwagen. Fordert einen Hubschrauber? Nein. Ich mach mal jetzt, Alt links und B. Now you made me angry, Dickwad. Ja, es hat geklappt, es hat geklappt, es hat geklappt. Jetzt war ich ein bisschen doof, um das zu zeigen, weil ich erstens hier noch Dings drin habe. Und das nur zwei waren, das heißt, es war etwas zu wenig. Warte, wenn ich jetzt... J und Alt... Call in heavy artillery! Call in heavy artillery! Hab ich gesagt, ich brauche News. Ja, ich bin wieder da, das Spiel hat gecrashed. Unsere ganzen Leute sind auch wieder weg. Das Spiel regelt, also SCP-DFA regelt das nämlich so, dass ich dann wieder hier bin. Ich bin also nicht wieder hingefahren, also ich muss jetzt mir kurz wieder einen Kollegen holen, ich hole mir diesmal auch nur einen.
Also die, ich sag mal so, News vor allen Dingen. Den News Helikopter, nein, den News Helikopter. Das SEK sage ich einfach. Nein, SEK ist das Wort. Einfach die Einheit, die ich gerade eben gerufen habe, rufen wir nicht mehr. Wir machen einfach nur noch die ganz normalen Helfer mit Alt und B. Alt links und B. Und was ich hier noch gefunden habe ist, ach komm, jetzt hör mal auf. Ich sag, ich drück mal gleich mal einfach auf dem Ziffernblock die 1. Mal gucken, was dann passiert. Nichts. Vielleicht sollte ich nicht gerade hier drin sein. Das kann natürlich auch sein. Ich bräuchte bitte einmal meinen Partner, ist mir egal wie du aussiehst, mein Freundchen. Dann I need backup und please come raus. Das war also nicht Alt und E. Weil ich hatte das irgendwie, wahrscheinlich ist das bei der SCPD. FR. Oh, tut mir leid. Kollege. 0.95 wahrscheinlich. Nein, da passiert nichts. Alles klar, das funktioniert nicht, was hier steht. Das war nämlich mit 1, auf Ziffernblock 1, 4 und 7 mit Sprüchen. Flur ist es. Alles klar, ich hab noch ein bisschen Zeit. Luftfeindlichen und Kreuzungsspieler schießen. Das ist mit Helikopter, ein Krankenwagen und eine Feuerwache. Feuerwache, ja, die Feuerwache. Ich fordere eine Feuerwache an. Mhm. Bitte einmal. Haut er ab. Sieht nicht so aus. Ich möchte nämlich einen haben, der abhaut, denn ich habe hier unten. Das ist zu weit. Nehme ich diese in einer Verfolgungsjagd, der fordert einen Hubschrauber an, also F10 und F12 und F11 ist das mit Spezialkommando, das weiß ich nicht. Pull over now. You have been warned. Haut ab, der haut ab, perfekt. Gut, dann bin ich gut, nein. Ist der gerade explodiert? Ist der gerade wirklich explodiert? Ernsthaft, ich wollte eine Verfolgungsjagd machen und dann passiert sowas. Nein, kein Drunk Driver. Auf einen Drunk Driver habe ich ja keine Lust. Dann müssen wir wieder so ein Jahr da rumstehen am Drunk Driver. Das will ich gerade nicht. F10 war... Ne, warte. I order you to stop that vehicle. Ups, sorry. Pull over, now. Da passiert auch nichts. Ich habe hier auch den, hier passiert gar nichts, okay. Hey, hallo. Hey, was passiert mit dir? Was geht mit dir ab? Was geht? Komm, komm bitte, nein, 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 komm bitte in das Auto hier. Kollege. Steig ein, Kollege. Kollege! Oh, nee, jetzt versucht ihr dem Typen da hinterher zu rennen. Weil ich da einsteigen wollte. Ups, hallo, das wollte ich nicht. Nein, ich habe außerdem geschossen. Gut, Kollege, du steigst bitte hier bei mir ein. Und zwar, ich gucke noch einmal hier rein. Wer sägt da jetzt draus mit einer scheiß Fräse da? Nein, wie heißt das mit der Flex? Nee. F12 ist eine Streife und F10 ist ein Hubschrauber. Das heißt, F12 müssen wir uns am meisten merken. F12, alles klar. Wenn ich jetzt F12 drücke, nee, das mache ich mal lieber gerade nicht. Ich möchte bitte nur irgendwie, dass jetzt irgendwer wegfährt. Ich will jetzt nicht F12 drücken, weil dann passiert nämlich nichts. Also dann kommen die halt, aber dann, ne? Ich brauche unbedingt irgendeinen Typ, der mich jetzt... Pull over now. You have been warned.
der Typ, der irgendwo abhaut. Ich habe doch eigentlich den Taxi-Fix-Bug, Fix-Bugs, ja. Den Taxi-Bug-Fix, so rum, rausgemacht. Ich weiß nicht, falls hier nicht nach Verkehrsregeln. Du kannst weiterfahren, Junge. Denn ich möchte nur noch gerade einmal das... ich meine, dass irgendwer mal versucht abzuhauen. I order you to stop that vehicle. Pull over now. Oh, Mensch, Mensch, Mensch. Oh, da hinten ist wieder einer, der abhauen will. Also wahrscheinlich nicht, aber der ist gerade eben abgehauen zumindest. Also eine Müllabfuhr. Hoffentlich, bitte, bitte, bitte. Pull over now. You have been warned. Das sieht nicht so aus, als ob die auch abhauen möchten. I order you to stop that vehicle. Pull over now. Nee, der will nicht. Ich habe eine Idee. Ich knall den einmal kurz ab, damit der... Fährt er weg? Wer gibt Gas? Er gibt Gas. Jetzt hat er eigentlich Angst, genau. Der hält aber trotzdem an. So. Jetzt drücke ich F12. Ne, guck, dass das bringt. Es geht ja nicht mal. Ich brauche einen Verfolgungsjagd. Müssen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge dann machen. Weil dann habe ich einmal die Settings. Kann ich einmal die Settings ändern, damit wir mehr Einsätze kriegen. Weil irgendwie sind richtig, richtig wenig Einsätze momentan. Weil ich habe ja eigentlich eingestellt 60 bis 300. Also 60 Sekunden die Minimum und bis zum nächsten Einsatz und 300 bis zum... Ja, er gibt doch Gas. Nein, er hält jetzt an, ne? Kannst du mal irgendeiner abhauen hier? Pull over now. You have been warned. I order you to stop that vehicle. Naja gut, auf jeden Fall dann erstmal einmal eine andere Sache. Meine Warning Lights einmal anmachen hier. Und zwar jetzt... Nee. Homeless People, das bringt gar nichts, weil das ist keiner. Gut, hier steht nämlich Alt U, setzt mir einen Hut auf. Alt I, Alt P. Ne, Alt O ist das. Oh Gott, nicht Alt P drücken, sonst passiert hier noch was ganz Schlimmes. Und zwar, dass ich wieder nämlich nicht im Dienst bin. Einmal hier zu Fuß, einmal hier gucken, was hier so rumsteht. Steht Alt links plus T. Habe ich jetzt meinen Taser? Nee, ne? Das geht auch nicht mit dem Taser. Nee. Das geht nicht. Hier steht H aktiviert die Taschenlampe, aber ich habe keinen. Die Taschenlampe geht bei mir einfach nicht. Alt links und M. Alt links und K. Alt links und... Hier ist keiner, also kann ich auch keinen evakuieren. Das geht auch nicht. Alt links und B fordert Polizei. Alt links und N. Alt links und V fordert einen Hubschrauber. Alt links und M. Was war das? Okay, der lädt nach. Alles klar.
Er klickt und er durchsucht die Person. Ne, besucht eine Person, alt. Wo war das denn? Hey, das war doch hier irgendwo. Ach, hier. Alles klar, ich hab's gefunden. F7. You're nobody. I won't leave any callout. Long row, we will rework. Ja, genau, jetzt kriege ich hier wieder callouts. Alt links und U gibt einem einen Hut. Genau. Alt links und I lässt einen Kaffeebecher in der Hand erscheinen. Das geht nicht, das geht nämlich mit O. Da habe ich einen Kaffeebecher. Alt links und O, Funkgerät. Warte mal, ich mache nochmal O. Nee, geht gar nicht mit Funkgerät. O und I und M und L und Ö und Ä und M und M. I und U und alles Mögliche geht gar nichts. Und Numpad 0, ausgewählte Charakter, gibt eine Kopfanimation. Alt und O, damit das Ding wieder weggeht. Ja, irgendwie klappt hier fast gar nichts, was da steht. Naja gut, was war das nochmal? Wir müssen uns nochmal hier ganz unten begeben. Das habe ich gesucht. Also F12 drücken wir. Und F9. F12 und F9. Oh, bitte. Oh, das war knapp. So, F12 und F9. F9 ist nämlich irgendwas mit, Waffen, Weapon, irgendwas. Er wird sie irgendwie verstecken gerufen. Ich weiß nicht, wie ich rede, aber das kann ich nicht. Hab ich das gemerkt? So, jetzt reicht's mir auch mal langsam. Also, auf jeden Fall geht's nicht. Hier oben links sieht das, ja? Oder hier ist es mal am Ende. Oh, jetzt geht eigentlich. Jetzt sind hier eigentlich recht viele. Nee, ich drücke jetzt mal nicht N, weil sonst steht das Game wieder ab. Okay, da sind echt ganz schön viele. Okay, dann, kann man den Typen hier festnehmen. Das sind ein paar hier. Alter, hier sind Mercedes, hier sind Passats, hier sind Dodges, also einer. Das mal war ein großer Einsatz hier. Okay, ich habe jetzt keinen Kollegen mehr. Hier sind so ein paar Leute. Ist das mein Partner? No, I don't have a partner.
Partner, komm, schreib an, du bist doch mein Partner hier. Ist wirklich nicht mein Partner. Na gut, dann ist er wahrscheinlich irgendwie gestorben oder so. Ach, der ist drin in meinem... Oh, da ist mein Ort drin. Weiß ich gar nicht. Hier müsste ich auch gleich irgendwo noch ein Ambulance kommen. Ach so, ich bin glaube ich schon bei der Zeit drüber. Ja, ich bin schon bei der Zeit drüber. Das heißt, ich hau hier mal kurz ab, damit das nicht so laut ist. Und sage so, mit einem Jump verabschiede ich mich von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wieder mit mehreren Autos Mods. Und so, jetzt habe ich nur die Dings an und los geht's. Das heißt, Gegner schaffen wir nicht mal. Oh Gott. Nein. Mein Kollege ist schon ausgestiegen. Ist glaube ich auch schlauer. Gut, dann sagen wir mal so, kommt mein Kollege mit? Ja, kommt er. Dann war es das mit dieser Folge von LCPD. Ja, das wollte ich auch noch sagen. Sage ich noch einmal kurz, weil... wenn ich nichts in der Hand habe, hat mein Kollege nichts in der Hand. Wenn ich ein Schlagzeug in der Hand habe, ein Schlagzeug vor allen Dingen, hat er auch ein Schlagzeug in der Hand. Wenn ich eine Pistole in der Hand habe, nimmt er seine Pistole auch raus. Nee, wenn ich das hier in der Hand habe, nimmt er das auch raus. Und das sieht übel geil aus, wenn die drei, die ich hatte, das hatte ich nämlich geguckt, sieht übel geil aus. Okay, das heißt, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und kommentiert, was man besser machen könnte und so weiter. Bis zur nächsten Folge, haut rein und ciao, ciao.